Bei Neckknife, da scheiden sich die Geister. Die einen finden das extrem praktisch und sagen, ja, Neckknife ist eine voll super Sache, das kann man immer dabei haben. Und andere sagen, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, weil viel zu klein. Und wenn es dann groß ist, dann reißt es einen den Hals ab und man kriegt einen Buckel und sowas und überhaupt. Wenn du wissen willst, was ich von Neckknives halte, und das mag ich dir anhand von diesem K25-Teil genauer erklären. Dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Ross vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich bin wieder im Bushcraft-Areal und mag mit dir über das K25 Neckknife sprechen und gleichzeitig über Neckknives allgemein. Ich meine, ich bin der Meinung, dass ein Neckknife, also ein Nackenmesser, Halsmesser, dass man sie einfach so umhängen kann, höllisch scharf sein muss. Ich meine, jetzt wirst du sagen, jedes Messer muss scharf sein. Vielleicht sogar höllisch scharf, aber das muss noch hölliger scharf sein, weil, und das ist der Punkt, was ist das Aufgabengebiet von so einem Neckknife? Es soll leicht sein, es soll kompakt sein und es soll höllisch scharf sein, damit ich einfach schnitzen, Dinge auseinanderteilen kann. Weil, dass das jetzt kein Haumesser ist, dass ich mit dem nur bedingt etwas spalten kann, das ist klar, auch wenn es Fulltang ist. Ich meine, dieses kleine Messer hier, das siehst du, das ist so eine Art Fulltang. Ich meine, man kann darüber streiten, weil da so Löcher sind, aber ich nenne das jetzt Fulltang, ja. Dass das ein bisschen was spalten kann, das ist klar, aber das ist nicht die Hauptaufgabe davon. Muss es vielleicht in einer Überlebenssituation können und da muss man dann auch Tricks drauf haben, um etwas Dickeres spalten zu können. Billige Eigenwerbung ist ganz klar, gebe da unten den Link auf mein 600 Survival Tipps Buch. Ja. Da beschreibe ich das, wie man das auch mit einem kleinen Messer machen kann und gibt es ja auf YouTube auch Beschreibungen. Also muss nicht unbedingt das kaufen, um da drauf zu kommen. Aber der Punkt ist, es muss höllisch scharf sein. Als Survival Messer in der Natur, um wie hier, da mache ich jetzt gerade meine Haselspindel zum Feuerbohren üben. Ich werde danach jetzt gleich einmal wieder eine Runde Feuerbohren üben, damit ich mir das herrichten kann. Wichtige Sache. Aber auch so im Alltag, in der Stadt, Pakete aufschneiden, Wurst runterschneiden, einfach ein Messer immer wieder mal so angreifen zwischendurch, damit man sich wieder erinnert, dass das Leben auch einen Sinn hat, wenn man in einem Büro sitzt. Themenwechsel. Also es muss höllisch scharf sein. Und wenn ich jetzt dieses K25 Messer mir hier anschaue, kann man bitte scharf schalten, ja, dann ist es auch halbwegs scharf, aber es ist nicht höllisch scharf. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, weil das merke ich nämlich beim Haselstock. Also normalerweise müsste ich mit dem Bauercut da durchfahren, wie das, dass ich sage, oh, das tut das Teil nicht. Und daher würde es bei mir, obwohl ich es im Shop habe, weil es viele Leute haben wollen, weil es ist leicht und kompakt und zum Würstel aufschneiden reicht es auch. Aber für heraus als Überlebensmesser würde ich sagen, da gibt es bessere. Wenn dich das interessiert, Neckknives, dann zeige ich einmal in einem Video, schreib mal unten alle Top-Neckknives, ja, schreib mal unten einen Kommentar, dann werde ich alle meine Neckknives, die ich habe, und das sind doch einige, einmal in einem großen Video vorstellen, wenn das Interesse da ist, und schreib mir das, wenn du das sehen willst. Also das ist nicht mein bestes Neckknife, aber auch nicht mein schlechtestes. Was auch für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die sicher verarbeitet sind. Das hier, das ist an der Stelle etwas abgeschärft, aber trotz alledem muss man aufpassen. Also, und weil es dann auch nicht so hundertprozentig scharf ist, beginnt man dann mehr zu drücken, mehr Kraft aufzuwenden und das ist nicht ganz ideal. Also ein Neckknife muss hölle scharf sein und hölliger scharf sein als ein großes Messer. Das nächste, was bei diesem Messer hier irgendwie so ein bisschen ein Thema ist, ist das Schärfen, die Schärfbarkeit. Also das hier, wie ich eh schon angesprochen habe, hat so eine Recurve-Klinge. Und die sind sehr praktisch. Die bringen noch einmal, speziell wenn es so ein kleines Messer ist, noch einmal mehr Schneidfläche sozusagen, also mehr Schneidlinie, ich weiß nicht, wie das richtige Wort dafür ist. Auf jeden Fall, du hast mehr Schneid dadurch, ja, als bei einem geraden Anschliff hier oder bei einem Tanto oder so. Das heißt, mehr wirksame Schneidfläche, ich sage das jetzt so, oder Kante oder ja. Aber dafür ist auch zum Schleifen, zum Nachschleifen schwieriger. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von Fellniven diesen Schleifstein, diesen großen, und da ist es jetzt so, ja, wenn du dir das anschaust, das sitzt nie hundertprozentig auf. Also auf sowas hier arbeiten, ist bei einer Recurve-Klinge schwieriger. Es greifen dann manche Leute auf solche Teile hier zurück, das ist von Victorinox, das ist da diese
da so zum Durchziehen, ich mach das jetzt auch nicht. Das ist für ein Victorinox-Messer vielleicht okay, aber bei dem K25 passt das nicht hundertprozentig. Ja. Dieses V da, das passt nicht hundertprozentig rein. Also, geht auch nicht. Obwohl ich dieses Teil, du siehst, das ist schon ein bisschen abgefuckt und ein bisschen gebraucht. Das ist ein Erbstück auch von meinem Papa, der mit dem seine Victorinox-Messer angeschliffen hat. Also insgesamt ein nettes Teil, aber für das hier nicht zu gebrauchen. Ich schärfe dieses hier mit diesem Keramik, diesen runden Keramikstein hier ab. Das geht eigentlich ganz gut. Und kannst du auch so eine Rundfeile verwenden, habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht. Das geht hier auch um diese Recurve-Klinge abzuschärfen. Gut, also das einmal dazu, um auf dieses K25 noch einmal zurückzukommen, damit es auch wirklich schön scharf ist. Es ist halt so bei diesem Messer her. Ich finde es grundsätzlich einmal nicht schlecht, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ich würde da mein Leben drauf verwetten. Was mir auch ein bisschen am Wecker geht bei diesem Messer, ist, dass hier diese Ausnehmungen an der Klinge sind. Ja, das, ich hoffe, du kannst das gut sehen. Und die sind natürlich schnittig, die sind cool, geben dem Messer noch einmal designmäßig was. Aber wenn du da mit Käse schneidest, dann biegt hier, also klebt hier, der Käse drinnen. Oder beziehungsweise wenn du Brot schneidest und das Brot so frisch ist, so frisch, dann klebt auch hier, also pick da der Bart drin, ist fürchterlich. Das da muss man dann wieder rausputzen und ich als Faulschwein, also für mich taugt das, mir taugt das einfach nicht. Aber das Messer ist grundsätzlich nicht schlecht, aber das sind halt so die kleinen Mankos. Daher würde ich auch bei den Neckknives, also für mich, ja, ist es wichtig, dass es komplett geschlossen ist. Denn den Gewichtsgewinn, den ich da jetzt habe, ja, da hinten beim Griff kann man auch drüber reden, damit das besser Balance ist und so weiter. Aber da vorne, das bringt nichts und hat beim Fleischschneiden oder beim Käseschneiden oder beim Brotschneiden ganz einfach seine Nachteile. Insgesamt, ja, was mache ich mit so einem Messer? Ich mache mit einem Messer kleine Schnitzarbeiten, ich mache hier auf, in der Natur, überleben in der Natur oder Bushcraften. Hier ist zum Beispiel, ich raue jetzt hier bei dem Haselstock die Oberfläche auf. Warum mache ich das? Warum mache ich hier eine, warum reibe ich das auf? Warum mache ich das rau? Das hat den Grund, damit dann die Schnur beim Feuerbohren mehr Grip hat. Ja? Hat aber auch den Nachteil, dass sie dadurch, durch diesen mehr Grip, wenn es länger dauert und eine Naturschnur benutzt und das nicht ganz hundertprozentig schnell funktioniert, so viel Hitze auch entsteht, dass die Schnur schneller durchbrennt. Oder wenn du Paracord verwendest, dieses Paracord dann ein bisschen Schmelzen anfängt und dadurch wieder weniger Reibung da ist. Das heißt, wenn du diese Technik hier jetzt anwendest, die ich dir da jetzt zeige, eigentlich wollte ich über Neckknives sprechen, aber fürchterlich, ja, die ich dir da jetzt zeige, dann muss das auch relativ rasch gut funktionieren. Also das ist ein Erfolgsfaktor, aber nur dann, wenn du auch schnell das Feuer hinkriegst oder die Schnur unsensibel ist. Aber gut, also solche Tätigkeiten, das ist was für ein Neckknife, dass ich halt schneller mal machen kann nebenbei. Und da ist das gut. Übrigens, noch einmal, wenn du auf solche Tipps, die ich dir da jetzt gebe, stehst, dann gebe ich da unten den Link auf meine Überlebensbücher für die Natur. Da sind 600 solche Tipps dabei. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Was noch? Kleine Federn machen. Ja, das ist auch was, um Zunder aufzubereiten, Kienspan aufzubereiten, Feuerstahlbedienung. Da ist das cool, da ist das super. Ich habe einmal vor einiger Zeit das Felniven WM1, das Woman Knife, da gebe ich da auch den Link da oben und da unten zu mir in den Shop, vorgestellt. Das ist auch sowas, wo ich sage, das ist fürs Bushcraften, für Outdoor, für Survival ein kleines Neckknife, das einfach Sinn macht. Und bei dem hier, ich werde dann am Schluss mein Fazit dazu geben, ja, wie auch immer. Das sieht so die Tätigkeiten für außen. Und das muss, und da kommt jetzt der Punkt, daher die Klinge muss Hölle, verdammt Hölle scharf sein. Noch einmal, ich weiß schon, vielleicht wiederhole ich mich, aber um das zu verstehen, für ein großes Messer, vielleicht für ein Scrammer, das auch Hölle scharf ist, aber so ein, das große Scrammer, nicht das 20 cm Scrammer oder auch nicht das kleine Scrammer, sondern das große, wusch, wusch, dass das nicht Rasiermesser scharf sein muss, das ist mir klar und das ist auch nicht notwendig, obwohl es das ab Werk ist und auch relativ lange hält, auch die Carbon-Variante. Ich werde mal ein Scrammer-Video machen, also lass ein Abo da, es zahlt sich aus. Aber da ist mir das noch relativ wurscht, auch zum Beispiel bei einem SRK oder von Volk Holzstiel, bei den größeren, diesen Waldmesser oder das S1, das, wenn das nicht so höllescharf ist, weil ich da mehr, oder A1, weil ich da, okay.
Aber ein Neckknife, wenn du das hernimmst und du hast nur einen, egal welcher Hersteller oder welche Marke oder welche Type, und du hast einen Hauch des Zweifels daran, dass das Hölle scharf ist, dann nimm es, pack es rein und schick's zurück. Speziell, wenn du es zum Überleben in der Natur benutzen willst. Wenn du einfach nur ein Messer halt mit haben willst, dann ist dieses K25 auch in Ordnung. So, jetzt habe ich schon gesagt. Also das ist so die Grundanforderung. Und natürlich auch die Sicherheit. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also dieses Teil hier hat ja den Full Tank. Das heißt, da kann jetzt einmal, wenn man härtere Arbeiten, die man so mit der Idee nicht umsetzt, aber ist auch okay. Wobei ich dir echt sage, es könnte auch, wenn es ein Holzgriff wäre, einfach nur ein Erl sein. Pfeif drauf, weil ich damit eh nicht irgendwas aufbrechen kann. Ich habe gar nicht genug Hebel. Oder ich habe gar nicht genug Klingenlänge, um jetzt wirklich da, weiß ich nicht, durch ein Kinnspann durchzuhacken. Wobei, das tut man sowieso nicht, weil das ist sowieso absoluter Wahnsinn. Aber von der Idee her. Also, sicher muss es sein. Und da ist jetzt auch wiederum der Punkt, wenn du solche Messerdesigns hier hast, egal ob Recurve oder nicht, und du greifst hier vorne her und bist mit deinem Zeigefinger ganz nah bei der Klinge, gibt es ja viele, ob Neckknife oder nicht, dann muss sichergestellt sein, dass dieser Teil hier, dieses kleine Teilchen hier, super gut abgesichert ist. Schön, noch einmal so richtig schön abgefeilt. Das ist hier bei diesem K25 nicht hundertprozentig der Fall. Da muss man noch einmal selber drüber gehen. Sieht man aber auch dann natürlich dann beim Preis. Aber das muss hundertprozentig passen. Oder das Neckknife hat, wie zum Beispiel beim WM1, hier einen Wächter, ein Pariersteg oder ein Guard oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Denn das ist schon klar. Wir machen hier zum Beispiel den Power Cut in die Richtung. Wir greifen in das Messer rein. Wir wollen mit dem kriegt man richtig Tuchfühlung, wenn man da damit arbeitet. Ne? Und daher muss es hundertprozentig sicher sein. Es muss, und ich weiß, es muss noch einmal sicherer sein als ein größeres Messer. Weil die Arbeiten, die man damit macht, Lochbohren oder so weiter, mehr Tuchfühlung mit dem Messer und der Hand verlangen. Und auch da ist dieses K25 jetzt nicht unbedingt meine Top-Variante. Und der letzte Faktor, und dann gebe ich ruhig, verspreche es muss halt halbwegs leicht sein. Ich habe in jungen Jahren das Felnifen F1, das ich eines der besten Messer überhaupt für meine Zwecke ansehe, aber sei es drum, um den Hals getragen. Und wenn ich zum Beispiel ein dreitägiges Überlebenstraining oder Bushcraft-Training gegeben habe, dann habe ich am zweiten Tag, hat es schon angefangen, aber am dritten Tag habe ich wirklich gespürt, dass ich da ein Messer hängen habe. Und das darf aber nicht sein, denn dann hat man es nur für, okay, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Survival-Training oder Bushcraft oder was, dann ist egal, dann halte ich das eine Zeit lang durch. Aber wenn das so eine Art Everyday Carry, EDC, ein immer dabei, nämlich immer heißt wirklich immer dabei, dann muss es so leicht sein, dass ich das überhaupt nicht spüre, dass da absolut kein Thema dabei ist. Wichtig dabei ist, also dass das wirklich schön, auch wenn man einmal keinen Kragen hat, sondern es tatsächlich auf der Haut trägt, dann muss alles angenehm sein. Also das Bändchen, das hier ist jetzt so ein Metall, eine Metallkette, oder ob das Leder ist oder ob das eine Schnur ist, das ist vollkommen egal. Und wichtig dabei ist auch, dass man sie nicht aufhängen kann. Besonders, wenn man hier in der Pampa unterwegs ist oder im Bushcraft Camp, geh wieder unten, link ist ja ganz klar, ja. Wenn du da unterwegs bist, bergauf, bergab, durchs Unterholz gehst und so, damit du nicht hängen bleibst und da wehtust, ne? Das wäre unangenehm. Oder reinfällst in die ganze Sache, wollen wir nicht. Das heißt, das muss irgendwie aufgehen, da muss ein Mechanismus vorgesehen sein. Und ja, kommt halt ganz drauf an, was du hier hast. Ich persönlich halte auch diese Kaidex-Scheiden für sehr praktisch, weil du es ganz einfach nach unten rausziehen kannst. Beim F1 hatte ich, dass man es von oben rausnehmen muss. Oder beim Ötzi Knife, das ich auch total toll finde. Man muss aber auch von oben reingreifen. Das ist okay und es ist nicht schlecht. Und es, ich meine, wie schnell muss man denn das Messer wirklich ziehen können? Aber es hat schon irgendwie so ein bisschen einen Coolness-Faktor, wenn man das Messer einfach so rausziehen kann und nicht von oben rausgehen muss. Aber es muss nicht sein. Dafür ist halt dann das Reinstecken wieder ein bisschen komplizierter, wo man währenddessen, wenn man es von oben reingibt, wie beim Ötzi Knife, einfach zugibt. Also ja, die Scheide von dem K25, die ist wirklich top. Da gibt es überhaupt nichts zum Sudern, überhaupt nichts zum Meckern. Also auch das ist irgendwie so ein bisschen eine Entscheidung, über die du nachdenken musst, wenn dich Neckknives interessieren. Oh ja, ich weiß, das war jetzt ein langes Video.
das sind so mal die ersten Gedanken, sicher nicht alles, sind nicht alle Punkte für einen Neckkneif, aber es ist einmal ein erster Wurf. Schreib mal unten einen Kommentar, was für dich noch Kriterien für so ein Neckkneif sind. Das würde mich irrsinnig interessieren. Wenn du alle meine Neckkneifs in einem einzigen Video sehen willst, dann schreib unten alle Top Neckkneifs. Reini, dann werde ich das machen. Wenn da überhaupt Interesse dabei ist, dann mache ich wirklich alle Neckkneifs, die ich habe. Und das ist doch eine ganze Sammlung. Und da können wir dann noch einmal näher in diese Details reingehen, wenn dir das interessiert. Link zu all den Produkten findest du natürlich unten. Das ist eh ganz klar. Schau auch auf beim Reini Rossmann Bushcraft Camp vorbei, wenn du auch einen Sonnenuntergang sehen willst. Und wenn du dein Neckkneif mal so richtig draußen testen willst, dann ist auch das okay. Eh ganz klar. Ein Link und ein Abo und danke und bis bald. Ciao, ciao.